Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist tatsächlich schwierig zu verstehen, oder? Joel ist wirklich kompliziert, finde ich. Auch was Petrus sagt, geht weit über das hinaus, was man da vielleicht vermuten würde. Also beide sind wirklich Männer Gottes, die sehr tief da in die Heilsgeschichte reingeschaut haben. Und die legen das ja auch durch Gottes Geist aus. Dasselbe gilt auch für das Richterbuch. Abimelech, Sebul, Gaal. Das sind Themen, die wirklich schwierig zu verstehen sind. Aber wenn man mal unterstellt, dass das Standbild eben nicht von Rom spricht, dass es keine zwei Beine sind, die für Ost- und Westrom stehen, sondern dass es vier Schenkel sind, dass es die Diadochenkönige sind, die auf Alexander den Großen folgen, so wie es auch historisch gewesen ist. Und dass die Bibel, speziell Daniel für die Endzeit, eine griechische Linie zeichnet, dann kann man verstehen, warum Joel sagt, dass die Kinder Jerusalem und die Kinder Juda verkauft werden an die Griechen. Dann kann man das verstehen. Oder warum in Sacharja von den Griechen geschrieben steht. Dann kann man auch verstehen, warum in Richter 9 der Aufbau der Texte so ist und warum Abimelech drei Städte angreift, drei unterschiedliche Städte, weil das für die drei Angriffe des Antichristen auf Jerusalem ein Bild ist. Und zwar so sehr tief im Alten Testament. Das können die Vertreter der Rom-Theorie nicht. Die müssen da scheitern dran und die haben auch keine Auslegung für diese Stellen. Die können das Buch Richter nicht erklären. Die können nicht erklären, warum in Sacharja und in Joel von den Griechen die Rede ist, weil die regelmäßig irgendeinen Herrscher aus Rom erwarten und dann das Problem haben, das zusammenzubringen mit den biblischen Strukturen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass da ziemlich viel gekittet wird und zusammengebastelt wird, aber dass das nicht wirklich schlüssig ist. Wenn man aber voraussetzt, dass für die Endzeit eine griechische Linie kommt, dann kann man viele, viele Dinge plötzlich verstehen. Man versteht auch, dass das kleine Horn in Daniel 7 dasselbe kleine Horn ist wie in Daniel 8. Das wird ja auch immer wieder dann unterschieden. Dann heißt es dann, das kleine Horn in Daniel 7, das ist der Antichrist, aber das kleine Horn in Daniel 8 muss man unterscheiden dann davon. Ich glaube das nicht. Das ist genau dasselbe, weil genau dieselbe Formulierung verwendet wird, das kleine Horn. Und das ist Damaskus. Das gehört sowohl zu den Seleukidenkönigen als auch zur Dekapolis. Das kann man aber nur verstehen, wenn man Abstand nimmt von der Rom-Theorie. Und dann kommt man auch zu Ergebnissen für diese 2300 Abende und Morgen. Dann kann man auch Texte verstehen, die Offenbarung dann auch wieder aufnimmt, weil die Texte aus der Offenbarung sich nicht nur auf Daniel beziehen, sondern auch auf ältere Texte. Und wenn man dieses Gesamtbild dann zusammenfügt, dann kann man sehen, dass das keine Inselerkenntnis ist, die ich hier weitergebe, ja? Sondern dass das ein Gesamtbild ergibt, insbesondere mit dem für mich, meiner Meinung nach, sehr, sehr wichtigen Ergebnis, dass alle die Linien, die wir in der Endzeit sehen, in der Offenbarung oder auch die Daniel vorhersagt, noch ältere Linien haben im Alten Testament, in Jesaja, in Joel, im Richterbuch, in 4. Mose, sodass da eine Linie entsteht, die ganz tief aus dem Alten Testament, ganz linear und ganz stringent von Gott in seinem Wort verfolgt wird bis in die Endzeit. Und das, finde ich, ist also ein außerordentlicher Vorteil der Theorie, von der ich überzeugt bin, sonst würde ich mir die Mühe hier nicht machen, die ich vertrete. Die hat profunde Vorteile, weil man plötzlich diese Stellen alle zusammenfügen kann. Es ist so, dass als der Menschensohn zu Daniel kommt, Daniel Kapitel 10, und ihm dann diese große, letzte, gewaltige Vision gibt von den Seleukidenkönigen und den Ptolemäerkönigen, das für die Endzeit gilt, da sagt er zu Daniel, ich bin gekommen, um dir zu sagen, was geschrieben steht im Buch der Wahrheit. Das Buch der Wahrheit war aber zur Zeit Daniels schon das Alte Testament, soweit wie es dann da damals auch schon überhaupt existiert hat. Ja? Der Engel sagt also, ich bin gekommen, um dir zu sagen, was geschrieben steht im Buch der Wahrheit. Wo denn? In Jesaja, im Richterbuch, in Joel, in Sacharja, in Jeremia. Daniel, das Buch Daniel ist ja wie kaum ein anderes Buch geprägt von Visionen, von Träumen, von Gesichten, die Daniel hat. Und trotzdem wird immer wieder im Daniel auf das Wort Gottes hingewiesen. Und der Menschensohn, Christus, präexistent, verweist auf das Wort
und sagt, ich bin gekommen, um dir zu sagen, was geschrieben steht im Buch der Wahrheit. Und das tut Jesus ja auch in den Endzeitreden. Ja, er sagt ja auch, wer den Propheten Daniel liest, der merke darauf. Also er verweist immer wieder aufs Wort. Johannes sagt im ersten Johannesbrief, wir schreiben euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Ja, also er sagt, wir haben gar keine neue Lehre, sondern wir fußen auf dem, was im Alten Testament im Wort Gottes, im Buch der Wahrheit steht. Und im nächsten Vers sagt er, wiederum schreiben wir euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht scheint jetzt. Welches Licht denn? Das Licht des Geistes Gottes. Und mit dem kann man das Alte Testament dann auch verstehen und auslegen. Ja, und dann wird auch deutlich, dass das Licht, was Johannes da meint, das ist der Geist Gottes. Das wahre Licht scheint jetzt. Gott hat seinen Knechten, den Propheten, so steht es ja in der Bibel, so hat Petrus auch gesagt, das erklärt und erläutert, was kommen soll. Wie die das aufgeschrieben haben damals, wieso Jesaja dazu kommt, solche Verse und Worte zu wählen, warum Zacharia solche Worte wählen kann, Joel, das ist für mich ein großes Geheimnis, kann man eigentlich sagen. Klar haben die das durch Gottes Geist gemacht, aber wenn man es dann doch sieht, wenn man es in die Hand nimmt und versteht, welche Tragweite diese Worte haben, dann stehe ich da staunend vor und sage, wie konnten die das tun? Ja, ich weiß, durch Gottes Geist. Aber das ist so ein Totschlagargument. Ja? Das, manchmal denke ich, wenn man das so leichtfertig dahin sagt, dann hat man das nicht wirklich mal geschmeckt. Aber wenn man die Clips so verfolgt und sieht, wie diese Linien, die für die Endzeit gezeichnet werden, so tief im Alten Testament vorhanden sind. Alles, was im Neuen Testament steht, ist im Alten Testament vorhanden. Golgatha, natürlich, sonst wären wir ja keine Christen. Die Wiedergeburt, die Entrückung und auch so endzeitliche Spezialitäten wie der Antichrist oder der falsche Prophet. Sogar die Hure Babylon ist dort drin, ja. Die zwei Zeugen. Alle diese Dinge müssen in Verbindung gebracht werden mit dem Alten Testament. Wenn das nicht geschieht, dann ist Tür und Tor für Spekulation geöffnet. Meiner Meinung nach geschieht das dadurch, dass man zum Beispiel beim Propheten Daniel diese zwei Beine halt auf Ost und Westrum auslegt. Und damit kommt man komplett mit allem durcheinander. Dann passt das vorne und hinten nicht mehr. Ja, dann, manche erwarten schon zwei Antichristen. Dann muss ein Antichrist ja aus dem Nahen Osten sein. Da muss aber auch irgendwie einer aus Rom kommen. Jetzt bringt man die nicht richtig zusammen. Jetzt kommt auch noch das Tier aus dem Land. Der falsche Prophet. Wie passt denn das jetzt zusammen? Das ist für mich, Entschuldigung, wenn ich das so offen sage, das ist für mich ein Riesendurcheinander. Das passt nicht. Das passt nicht zusammen. Ja, sorry, Speicherkarte war voll, deswegen ein kleiner Schnitt. Der dritte Tempel, das ist für mich auch so ein Thema, wo ich große Fragen auch habe zu. Ja? Nirgendwo im Neuen Testament steht, dass der dritte Tempel gebaut werden würde. Der wird lediglich für die Endzeit vorhergesagt. Und viele Ausleger sagen jetzt, ja, wenn ein dritter Tempel oder ein Tempel, die Bibel sagt ja nicht, spricht ja nicht vom dritten Tempel wörtlich, sondern die spricht von einem Tempel, in den sich zum Beispiel der Antichrist setzt. Oder Johannes sagt in der Johannes-Offenbarung, misst den Tempel. Und die darin anbeten und den Altar, ja, und den Vorhof lass weg. Und dann sagen viele, ja gut, der Tempel ist ja zerstört worden, 70 nach Christus. Wenn in der letzten Zeit wieder ein Tempel da sein soll, dann muss der gebaut werden. Anders geht's ja nicht. Ja, also man denkt ganz irdisch, so wie Nikodemus denkt man. Ja, der hat ja auch gesagt, wie soll ich denn wieder in den Leib meiner Mutter gehen und von neuem geboren werden? Wie soll denn sowas gehen? Also genauso wie Nikodemus damals gedacht hat, so denken wir heute auch in Beziehung auf den dritten Tempel, machen genau denselben Fehler. Und manchmal denke ich so, wenn wir mal im Himmel sind, ja, beim Herrn Jesus und darüber nachdenken, so zurückschauen, was wir hier so an Theorien alles vertreten haben, ich glaube dann müssen wir uns alle schämen irgendwo, weil wir so wenig Verständnis hatten für das, was Gott in seinem Wort uns sagen wollte. Paulus sagt, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Und ich habe ja schon mal davon gesprochen, dass der dritte Tempel, den die Juden bauen wollen, nicht im Sinne Gottes ist. Das weiß auch jeder von uns, wenn man da nur mal in Ruhe drüber nachdenkt. Anhand der Bibel, ja, der hohe Priester, der in so einem dritten Tempel dann eingesetzt werden würde, könnte Jesus den anerkennen? Würde der Vater im Himmel so einen hohen Priester, den die Juden dann in einem Tempel, wo auch immer die den dann bauen würden, würde Gott den anerkennen? Nein,
das geht gar nicht mehr nach dem Befund des Neuen Testaments. Der hohe Priester, den Gott allein anerkennt und den auch wir allein anerkennen, ist Jesus Christus. Aber was bauen die Juden denn da für einen Tempel? Die blutigen Opfer, die dann dort gebracht werden würden, könnte Gott die anerkennen? Nein. Warum? Weil es nur noch ein Opfer gibt, das Opfer von Golgatha. Was haben die Juden denn da aber dann vor? Ist das der Tempel Gottes? Nein. Nein, das kann er gar nicht sein. Wo nehmen die denn die Bundeslade her für den Tempel, den sie da bauen? Das sollen ja schon, der Leuchter soll ja schon fertig sein und der Schaubrottisch und der Brandopferaltar und der Räucheraltar und auch die Steine für den Tempel soll ja alles schon fertig sein. Das kann wegen mir auch so sein. Aber wir denken ja nicht irdisch. Paulus sagt, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich und das Unsichtbare ist ewig. Wir verstehen die Bibel im Geist Gottes und anhand des Wortes Gottes. Wenn aber jetzt die Juden dort einen hohen Priester in diesem ihrem Tempel dann einsetzen, ja, wo nehmen die denn dann Urim und Thummim her? Das ist eine Riesenfrage. Der hohe Priester war ja sehr prächtig geschmückt. Die normalen Priester, die hatten weiße Baumwollgewänder. Der hohe Priester war zusätzlich noch geschmückt mit dem Kopfbund. Da stand dann drauf, heilig der Herr, heilig dem Herrn. Dann hatte der Schulterklappen, dann hatte der ein großes Brustschild. Auf dem Brustschild waren 12 Edelsteine drauf. Jeder Edelstein stand für einen Stamm Israel. Und in dem Brustschild drin waren Urim und Thummim. Und niemand weiß, woher Mose die hatte. Man weiß nicht mal, ob das Steine waren. Man weiß nicht, wie die aussahen. Man weiß nicht mal mehr, was Urim und Thummim bedeutet. Man vermutet, dass das Licht und Recht heißt, so übersetzt Luther, oder Licht und Gerechtigkeit. Die waren lebendig, sagt die Bibel, die konnte man befragen. Das ist bis in die Zeit Sauls, Davids auch gemacht worden. Wo hatte Mose die her? Wo wollen die Juden die herbekommen? Das sind doch Fragen, die sind doch vollkommen offen. Das heißt, der hohe Priester, der wäre ja gar nicht komplett, von dieser roten Kuh mal ganz zu schweigen. Das passt vorn und hinten nicht. Wenn wir uns faszinieren lassen von dieser jüdischen Sichtweise und vielleicht auch Israel-Fans und Israel-Freunde sind, dann mag es sein, dass man in dieses Denken da reinrutscht. Anders kann ich das nicht sagen. Aber wenn man das anhand der Bibel ernst nimmt, dann gibt es im Neuen Testament nur zwei Stellen, die von diesem Tempel sprechen, vielleicht drei. Eine ist im 2. Thessalonischer Brief, da sagt Paulus, der Antichrist kommt und setzt sich in den Tempel als ein Gott und lässt sich dort verehren als ein Gott. Und die andere Stelle ist in Offenbarung 11, wo erstaunlicherweise mit den zwei Zeugen, wir haben schon mal davon gesprochen, dass die zwei Zeugen mit Urim und Thummim sehr eng zusammenhängen und sehr viel zu tun haben, soll uns aber jetzt nicht interessieren. Diese zweite Stelle, da steht einfach nur, nimm den Stab und miss den Altar und den Tempel und den Altar und die darin anbeten. Und den Vorhof lass weg, denn der ist den Heiden gegeben. Das sind die einzigen beiden Stellen. Und beide sprechen davon, misst den Tempel Gottes, sagt Johannes in Offenbarung 11. Und Paulus sagt, er setzt sich in den Tempel Gottes. Aber dieser Tempel, den die Juden vorhaben zu bauen, haben wir ja gerade gesehen, der kann nicht der Tempel Gottes sein. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein großes Problem. Denn einerseits sagen wir, der Tempel Gottes laut Neuem Testament ist ein geistlicher Tempel. Warum? Weil Paulus den Korinthern schreibt, ihr seid ein Tempel im Heiligen Geist. Das ist für uns gar kein Problem. Wir sind daran gewöhnt. Aber den Skandal, der in diesen Worten lag, den spüren wir gar nicht mehr. Viele glauben, das wäre ein Skandal, wenn ich sage, die Stadt Jerusalem wird wiedergeboren und den Tempel muss man geistlich verstehen und stofflich gleichzeitig. Das empfinden viele als Skandal. Aber das ist was wir aus der Bibel schon kennen. Zur Zeit der Apostelgeschichte, Pfingstereignis, da war Jerusalem ein Tempel im Heiligen Geist. Warum? Die ganze Stadt, warum? Weil dort Menschen zum Glauben, zur Wiedergeburt kamen und heilige Menschen dort gelebt haben. Da, wo Gott wohnt, da ist sein Tempel. Und wenn Gott durch seinen Geist in jedem Einzelnen von uns wohnt, der glaubt, dann sind wir auch ein Tempel. Und die Gemeinde im Neuen Testament ist natürlich auch ein Tempel im Heiligen Geist. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, Paulus schreibt von diesem Tempel im Heiligen Geist an die Korinther im Jahr 55 nach Christus. Der
echte Tempel, wie soll ich denn sagen, der Tempel vom Herodes, der Tempel von Zerubabel, der zweite Tempel, der stand da aber noch. Der ist ja erst 70 nach Christus von Titus zerstört worden. Das heißt, Paulus schreibt von einem geistlichen Tempel in Korinth 15 Jahre, bevor der Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Dass das die orthodoxen Juden geärgert hat, die haben gesagt, hört mal, was dieser Mann da schwätzt, das ist ein Irrlehrer. Der Paulus ist total von Sinnen, der erzählt von irgendeinem unsichtbaren geistlichen Tempel, der in Korinth stehen soll, bei den Unbeschnittenen. Das kann gar nicht sein. Hier ist doch der Tempel, schaut. Der Tempel ist mittlerweile fertiggestellt. Also zur Zeit Jesu waren da, glaube ich, noch 5 Jahre, haben sie noch daran gebaut, ein riesiges Gebäude. Die werden gesagt haben, guck, schau, hier ist der Tempel, hier ist das Opfer, hier ist der Hohepriester. Was redet der Mann denn da für einen Blödsinn? In diese Sichtweise muss man sich mal reinversetzen. Paulus schreibt an die Korinther 15 Jahre, bevor der zweite Tempel zerstört wurde, ihr seid ein Tempel im Heiligen Geist. Da kann man gut verstehen, dass der dafür eine Menge Schläge bekommen hat, weil das war ein Riesenskandal. Das Problem war aber, dass die Juden, die Pharisäer und die Sadduzäer und alle die nicht an Jesus glaubten, die haben auf das Sichtbare geschaut. Denn die haben gesagt, guck mal, hier ist doch der Tempel in Jerusalem, da steht er doch, hier sind die Opfer, hier ist der Hohepriester, ja? Das ist das, was Gott, wir haben auf das Sichtbare geschaut, wie Eva im Paradies. Und das Problem ist, dass wir heute, im Jahr 2018, wenn wir über den dritten Tempel hören, dass genau denselben Fehler machen und auch die darüber predigen und sprechen, die machen denselben Fehler wie die Juden damals auch und die schauen heute auf das Sichtbare und die sagen, da ist ja nichts zu sehen, da ist ja kein Tempel, also muss der gebaut werden. Also müssen die Juden einen Tempel bauen, dann opfern die da drin und in den Tempel setzt sich jetzt der Antichrist. Das passt, aber Paulus hat den Tempel nicht gemeint. Denn sonst würde er nicht schreiben, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Und Johannes würde auch nicht schreiben, er setzt sich in den Tempel oder misst den Tempel Gottes. Ja, da ist eine Kluft, das passt kausal nicht zusammen. Und da kommt man nicht drum rum. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir für eine Art geistlichen dritten Tempel, der gleichzeitig ein stofflicher Tempel sein soll und nicht gebaut wird, keine Antwort haben. Es gibt dafür keine Auslegung. Und diese Ratlosigkeit führt dazu, dass man sich dann vielleicht dahin flüchtet und sagt, okay, dann akzeptiert man halt diesen jüdischen Tempel, der da irgendwie geplant ist und wo ja auch schon alles fertig sein soll. Dann machen wir denselben Fehler wie Eva, dann verlassen wir uns auf unsere Augen. Und wir machen dieselben Fehler auch wie die Pharisäer und Sadduzäer damals zur Zeit von Paulus, die nicht an Jesus geglaubt haben, die verließen sich auch auf ihre Augen. Und wir verlassen uns heute wieder nur auf unsere Augen, auf unsere 5 Sinne, statt auf Gottes Geist, statt auf Gottes Wort. Das ist immer dasselbe, ja. Das Problem ist, es gibt nur einen Tempel, der stofflich ist und geistlich gleichzeitig. Das ist die Stadt Jerusalem an dem Tag, wo sie in der Endzeit zum Glauben an Jesus Christus kommt und die ganze Stadt an einem Tag wiedergeboren wird. Wie passiert das? Da wird ein Heer anrücken von Norden. Dieses Heer von Norden, dieses Heer ist noch nicht unter der Führung des Antichristen. Ja? Das ist aber nochmal ein zweites Thema, führt jetzt auch zu weit. Dieses Heer belagert Jerusalem, besiegt Jerusalem und erobert Jerusalem nicht, das belagert Jerusalem nur. Und in dieser Belagerung kommt die ganze Stadt Jerusalem, die Tochter Zion, in Wehen, in Geburtswehen und gebiert. Und die Menschen in der Stadt kommen zur Wiedergeburt und kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und dann zieht dieses Heer wieder ab. Das kann man sich kaum vorstellen. Ich vermute sehr stark, wenn dieses Heer anrückt, um Jerusalem zu belagern, dann werden alle Muslime und alle Heiden aus dieser Stadt fliehen. Auch die Juden, die Geld haben, fliehen dann aus Jerusalem. Da bleibt niemand in der Stadt. Ist doch keiner verrückt, lässt sich da massakrieren. Ja? Die Juden, die Geld haben, die fliegen zurück nach New York oder wo sie halt immer auch herkommen. In der Stadt bleiben nur die übrig, die sonst nicht wissen, wohin. Und denen gibt Gott Gnade, dass sie in der letzten Zeit, eingekesselt wie sie sind, ängstlich wie sie sind, aber nicht wissen, wo sie sonst hinfliehen sollen, dass denen Gottes Geist gegeben wird und dass die zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und dass die Königsstadt Gottes am Ende der Zeit die Gnade bekommt, dass Gott seinen Geist dort nochmal ausgießt. Und dann werden die Halleluja rufen, Jesus ist der Hohepriester. Wir dürfen dritter Tempel sein, im Geist und in Wahrheit. Warum? Weil wir zur Gemeinde Jesu dazugehören. Die begann in Jerusalem
zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Die ging zu den Heidenvölkern, zu den Völkern der Nationen. Und am Ende der Gemeindezeit geht der dritte Tempel wieder nach Hause. Der dritte Tempel, der begann zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Das ist ein geistlicher Tempel gewesen und ein stofflicher in Jerusalem. Und dann ging der in die Völker der Welt. Da ist er nur noch ein geistlicher Tempel. Ja? Wir haben zwar Kirchengebäude und Gemeindehäuser, aber da weiß jeder von uns, dass es darum nicht geht, sonst geht es um den persönlichen Glauben an Jesus Christus. Ja? Wir haben zurzeit keinen stofflichen Tempel. Wir sind selber der Tempel, jeder Einzelne von Ihnen, wenn Sie glauben, und wir als Christenheit zusammen. Wir sind geistlicher Tempel. Und am Ende der Zeit, so wie die Bundeslade gestohlen wurde und wieder zurückkommt nach Israel, ganz interessant, wenn Sie das Clip mal anschauen können, ganz interessant, so wird am Ende der Zeit auch die Bundeslade, Entschuldigung, der dritte Tempel, die Gemeinde wieder zurückgehen nach Jerusalem und dort ihren Abschluss finden. Das heißt, die Gemeinde begann in Jerusalem, die ging in alle Welt bis China und Amerika und Russland und Frankreich und Deutschland und überall in der ganzen Welt sind Menschen zum Glauben gekommen. Und am Ende der Zeit geht es wieder nach Hause, nach Israel, noch genauer nach Jerusalem, genau dorthin, wo es angefangen hat. Das ist der Punkt. Wenn wir das, selbst wenn man das jetzt nicht glauben will, ja, oder noch nicht überzeugt ist, das kann ich ja gut verstehen, wenn man das nur mal als Arbeitshypothese annimmt, und darum bitte ich mal, nur mal als Arbeitshypothese, dann kann man plötzlich erklären, welchen Tempel der Paulus meinte. Denn das ist der Tempel Gottes in der letzten Zeit, die Stadt Jerusalem. Die muss nicht mehr gebaut werden. Die Mauern stehen da. Sind nicht mehr die Originalmauern von vor 2000 Jahren. Da sind ja die Türken gewesen, haben dort gebaut und die Römer und alle möglichen Völker haben da gebaut. Und 30 Meter Schutt liegt da, ja, aber das spielt gar keine Rolle. Es geht um den Geist und um die Wahrheit. Dieser Tempel muss nicht mehr gebaut werden. Nirgendwo im Neuen Testament, schauen Sie nach im Neuen Testament, Sie finden nirgendwo im Neuen Testament eine Aussage darüber, dass dieser Tempel gebaut werden müsste. Der wird nur als vorhanden vorausgesetzt. Und in diesen Tempel, in diese Stadt Jerusalem, da setzt sich der Antichrist rein. Denn der Antichrist ist sehr wahrscheinlich ein Syrer aus Damaskus, ich bin da überzeugt von. Ja, kann man sich auch kaum heute vorstellen, aber wenn man die Linie der Bibel da nachschaut, dann findet man, kommt man zu dem Ergebnis. Und wir schauen nicht auf Sichtbare, wir versuchen da nicht politische Bewegungen, die im Moment sind, in die Bibel reinzutragen, sondern wir machen ja genau das Umgekehrte. Wir versuchen die Bibel mal im Laborfall anzuschauen, unabhängig davon, ob jetzt Glasnost ist oder Perestroika oder EU-Krise oder Syrienkrieg oder Irak oder Iran oder Ägypten und all diese ganzen Dinge, die da reingetragen werden. Wir lassen die Bibel einfach mal so stehen, dann kommen wir auch zu dem Ergebnis und dann wird das plötzlich alles rund, dann kann man das plötzlich verstehen. Und mit der Kenntnis dann in Jesaja zu gehen, und sich dann auch sicherlich mit der historischen Situation auseinanderzusetzen, die dort geherrscht hat zur damaligen Zeit. Und zu verstehen, dass Israel auseinanderbricht in zwei Teile, in ein Nordreich und ein Südreich. Und dass in der letzten Zeit Juda und Jerusalem allein und isoliert übrig bleibt, wie bei Hiskia auch, wie bei Ahas, so auch in der Endzeit. Wenn man versteht, dass dieser nördliche Teil Israels, das ist der Teil, mit dem der kommende Fürst einen Bund schließt, der schließt einen Bund mit den vielen, ja? Der schließt einen Bund mit diesem nördlichen Israel. Das ist dann gar kein Staatsgebiet mehr. Wie das Land auseinanderbricht, weiß ich nicht. Aber das teilt sich in ein Nord- und ein Südreich und dieses Nordreich geht ein Bündnis mit dem kommenden Fürsten ein, der dann auch schwach ist. Und dieses Bündnis mit dem Nordreich Israel geradezu sucht. Der schließt den Bund nicht aus einer Position der Stärke. Das habe ich auch immer gedacht. Aber die Bibel sagt doch klar, das ist ein kleines Horn. Dieses kleine Horn wächst ja erst. Der kommende Fürst schließt doch einen Bund mit den vielen für 7 Jahre. Ja? Der herrscht aber nur 42 Monate, nur 3,5 Jahre davon. Klar, weil der am Anfang klein ist und schwach. Der sucht dieses Bündnis auf, wie Damaskus damals mit der Dekapolis in ein Bündnis ging. Das, was ich sage, ist gar nichts Neues. Nichts von dem, was ich sage, ist neu. Alle diese Dinge sind schon in den Strukturen der Bibel drin. Man sieht das in den 10 Städten zur Zeit Jesu, man sieht das auch in die Strukturen in Jesaja, im Syro-Ephraimitischen Krieg. Wer sich da auskennt in der Bibel, der weiß, was ich sage. Das, was ich sage, ist gar nichts Neues. Ja, das, was ich sage, ist alles im Alten Testament schon vorhanden. Strukturen, die wir kennen. Die Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit, die gab es schon mal zu Pfingsten. Der Bündnis zwischen Damaskus und der Dekapolis und dem nördlichen Israel, den gab es schon mal im Syro-Ephraimitischen Krieg. Und genau das setze ich für die Endzeit wieder voraus.
Das ist das, was ich bitte als Arbeitshypothese einfach mal zu durchdenken. Dann kommt man zu Ergebnissen, die so frappierend sind, die die alte Sichtweise derart unterminiert und zeigt, dass die nicht schlüssig ist. Das ist frappierend. Da können Sie verstehen plötzlich, warum in Sacharja von den Griechen steht oder in Joel. Warum? Weil der Antichrist ein Grieche ist, kein Römer. Das sind Seleukide. Also die Linie geht ja praktisch von Syrien zu den Seleukiden, zu den Diadochen, zu Alexander dem Großen. Der war halt der König von Griechenland. Ich kann das immer wieder nur wiederholen. Das sind natürlich neue Gedanken und auch fremde Gedanken. Ja, man muss sich da tatsächlich auch drauf einlassen, ein Stück weit. Aber man kommt zu einem ganz interessanten Ergebnis. Das kleine Horn in Daniel 7, wo ja alle sagen, das ist der Antichrist, das war ein Horn des Ziegenbocks. Das war ein Horn des Ziegenbocks. Dieses kleine Horn wuchs aus einem der vier großen Hörner. Und diese vier ansehnlichen Hörner, die kamen, weil dieses erste große Horn, das war Alexander der Große, zerbrach, oder? Ja, natürlich. Das erste Horn war Alexander der Große. Die vier Hörner, die danach kamen, weil das erste Horn zerbrach, das waren seine vier Diadochenkönige. Und aus einem dieser Diadochenkönige, nämlich aus den Seleukiden, kam dieses kleine Horn. Und das ist der Endzeitkönig. Also muss der Endzeitkönig Grieche sein. Denn er ist ein Horn auf dem Ziegenbock. Da kommen wir gar nicht dran vorbei. Wenn man das voraussetzt, dann versteht man, dass in der Endzeit eine griechische Linie kommt. Natürlich ist das nicht das Griechenland heute, wo man in Urlaub hinfährt, sondern das Antike, der biblische Begriff, der danielisch-biblische Begriff von Griechenland, der über die Diadochen, Seleukiden, Syrer bis in die Dekapolis, bis nach Damaskus dann auch wieder zurückreicht. Das ist das, worum es geht. Und dann kann man verstehen, warum Joel sagt, dass die in Tyrus und Sidon die Kinder Juda und die Kinder Jerusalem an die Griechen verkauft haben. Die verkaufen die nämlich an die Leute im Reich des Antichristen, wo immer sie erwischen. Und dann versteht man auch, warum die Kinder Ephraim nicht verkauft werden an die Griechen, sondern nur die Kinder Juda an die Kinder Jerusalem. Warum? Weil das Land dann geteilt ist. Das Land Israel ist auseinandergebrochen. Und im Südreich ist nur Juda und Jerusalem. Und Tyrus und Sidon, die gehören auch zum Reich des Antichristen. Und wenn die irgendwelche Juden erwischen aus Juda oder aus Jerusalem, dann werden die verkaufen an die Griechen. Und die Kinder Ephraim verkaufen sie nicht, weil die sind doch im Bund mit dem Antichristen. Der Ton und das Eisen ist doch gemischt in den Füßen. Der Ton steht für Israel. Und das Eisen steht für die Syrer, für die Griechen, wenn man so will. Das passt alles, das rund. Das ist der Grund, warum ich da so hartnäckig drauf poche, dass es sich lohnt, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich weiß, das ist ganz, ganz anders, als bisher gekannt und gehört und gelehrt wird. In vielem gelehrt wird. Es sind ja viele bekannte Leute in Deutschland, in der Schweiz, die diese ganzen Thesen da auch transportieren. Ich sage Ihnen eins, die wissen schon genau, dass das, was sie sagen, nicht auf festem Grund steht. Jeder, der eine Auslegung macht über 2. Thessalonicher 2, weiß, dass die Auslegung auf den Zeitpunkt der Entrückung und die Wegnahme der Gemeinde hinkt. Das weiß jeder. Und es wäre ehrlich, es wäre authentisch und es wäre auch echt und es wäre dem Wort Gottes angemessen, das zuzugeben. Dass man darauf dann aber eine komplette Lehre baut, der Vorentrückung, wo ich sage, ich will den Geschwistern ja nichts, die jetzt an die Vorentrückung glauben. Ja? Das sind für mich Glaubensgeschwister. Es geht auch nicht um heilsnotwendige Dinge. Es geht ja nur um den Zeitpunkt der Entrückung. Mehr nicht. Ja? Ich will auch da niemand persönlich angreifen. Aber es geht mir schon darum, was machen wir aus der Bibel? Was machen wir mit den Texten, die dort stehen? Da geht es mir schon drum. Und es ist auch nicht so, dass ich nur sage, 2. Thessalonicher 2, was ihr da sagt, das ist falsch, das passt nicht zusammen. Sondern ich biete ja eine Alternative an. Ja, also ich, wie sagt man denn da? Ich gehe ja selber auch in Vorleistung und ich lehne mich ja auch aus dem Fenster und sage, das ist das so, wie ich es verstehe. Und man muss aber, um das verstehen zu können, 2. Thessalonicher 2, 1. Thessalonicher 5, ja, es wird ein Ruf sein, Friede, Friede, es hat keine Gefahr, da wird sich das Unheil schnell übereilen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Erst kommt Schwangerschaft, dann kommt Geburt, dann kommt Jesus wieder. Wer wird denn da schwanger und wer gebiert? Die Tochter Zion. Steht es schon mal in der Bibel? Ja. Wo denn? Jesaja. Ist es schon mal stattgefunden? Ja. Wann denn? Zu Pfingsten. War denn da die Tochter Zion schwanger? Nein. Warum nicht? Weil die nicht belagert war zu Pfingsten. Da war das große römische Friedensreich. Da war Jerusalem nicht belagert.
Dann hat er Jerusalem geboren, ohne Wehen gehabt zu haben. Ja, wo steht das in Jesaja 66? Aber in der Endzeit wird Jerusalem in Wehen kommen. Nicht Israel, nur Jerusalem. Warum? Weil das Reich auseinandergebrochen ist. Wer sagt das? Jesus. Jesus sagt, in der letzten Zeit wird Erdbeben sein, teure Zeit und Kriege hin und her, und Gerüchten von Kriegen. Das alles ist der Anfang der Wehen. Also Jesus spricht auch von Wehen. Petrus spricht von Wehen. Paulus spricht von Wehen. Merken Sie, wir müssen dann neu denken. Es geht mir nicht um Ketzerei und es geht mir auch nicht darum, jetzt Leute persönlich anzugreifen oder zu torpedieren. Es geht mir aber sehr wohl darum, dass wir vorsichtig sind in dem, was wir mit der Bibel und mit den Texten tun. Wenn Sie mit einem Mathematiker sprechen oder wenn Sie vielleicht Mathematik studiert haben und sehen, welche anspruchsvollen Dinge diese Leute machen, Biotechnologie, hochkompliziert, ja. Und ich glaube, manchmal ist das im Wort Gottes auch so. Manche Dinge sind komplexer, als wir glauben. Die Predigt des Petrus zu Pfingsten, die ist wohl anspruchsvoll. Joel, das ist anspruchsvoll. Jesaja, Daniel. Die ganze Bibel ist sehr anspruchsvoll. Und trotzdem, und da möchte ich schließen mit, und ich sage das ganz einfach, und vielleicht meint auch jetzt der eine oder andere, das wäre falsch, wenn man in den Himmel kommen will, da braucht man nur so ganz klein bisschen Glauben für. Das reicht. Das, was wir hier bewegen mit Prophetie und so weiter, muss man nicht alles wissen. Wichtig ist, an Jesus Christus zu glauben und so ganz klein bisschen Glauben zu haben. Warum? Weil Jesus sagt, den glimmenden Docht, den will er nicht auslöschen. Und den geknickten Stab, den will er nicht brechen. Der ist sehr behutsam, der Herr. Sehr behutsam, sehr geduldig mit uns. Ja, aber ich finde es auch schön zu sehen, dass dem Geist da keine Grenzen gesetzt sind. Ja? Dass die Bibel ein Schatz ist. Die Bibel ist das Wertvollste, was die Menschheit in Händen hält. Und jedes einzelne Wort, jedes Jota ist wahr und wird in Erfüllung kommen. Das ist mein Ansatz. Mir geht es nicht darum, die Bibel zu kritisieren. Im Gegenteil. Ja, wir lösen das Gesetz nicht auf, wir richten das Gesetz auf, sagt Paulus. So geht es mir mit dem Neuen Testament auch. Ich löse das Neue Testament nicht auf, ich richte es auf. Aber manche Auslegung fällt, manche Auslegung muss zugeben, dass sie falsch lag. Und das wäre authentisch, das zu tun. Ich schließe, so lange wollte ich eigentlich gar nicht reden, ich muss auch eigentlich weg. Ich habe einen Termin, habe mich trotzdem gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, so geduldig zugehört habt. Ich bitte auch einfach ein bisschen um Nachsicht, wenn die Clips jetzt vielleicht manchmal nicht ganz so verständlich sind. Ich bitte auch darum, die Dinge erst in Ruhe zu durchdenken, bevor man da so harsche Kritik übt. Ja? Ich kann damit umgehen, ich digitalisiere das, ich mache da keine emotionalen Sachen draus, ich schreibe dann auch wieder zurück und versuche das auch zu erklären, auch in Ruhe und geduldig. Manche sind schon ein bisschen heftig, aber gut, sei es wie es sei. Wer es fassen kann, der fasse es. Ich wünsche einen schönen Abend, alles Gute, Gottes Segen und bis bald.